So, welches ist jetzt mein aktuellstes Safe Game? Damn it. Ich glaube, das unterste, ne? 5. Januar, ja, genau. 5. Januar 2162, 10.04 Uhr. Los geht's. Tada! Das sind mal Ladezeiten, oder? Damn it, da könnte sich Fallout 4 echt was da ein Scheibchen abschneiden. Da gibt's ja auch einen Mod, ne, der die Ladezeiten drastisch verkürzt. So, jetzt passt auf. Wir haben die Wanze die Wanze haben wir noch nicht versteckt, aber wir haben das Aufnahmegerät. Ich habe mal kurz jetzt im Wiki nachgesehen, weil ich nicht mehr wusste, wie es funktioniert. Ich war mir nicht mehr sicher. Und das Aufnahmegerät nimmt tatsächlich automatisch auf, wenn ich mit ihm rede. Ich muss da nichts drücken. Ich muss das vorher nicht aktivieren. Das heißt, wir machen es, glaube ich, jetzt wie beim letzten Mal. Ich rede wieder mit ihm, sage ihm, ich würde den Auftrag übernehmen, hol mir sein Geständnis, aber dann wähle ich nicht die Dialogoption, ob er da seinen teuflischen Plan nochmal laut und deutlich wiederholen könnte, bitte. Ja, das war schon lustig letztes Mal, aber was willst du? Ich hab zu tun. Nicht sehr förderlich. Okay. Hi, Malte. So, wie ist eigentlich der Sound? Passt? Ich glaube, ich bin ein bisschen lauter als bei Resident Evil, ne? Aber ich, ja, okay. Hallo, Zwolgo. Wie streng ist eigentlich der 150-Tage-Timer in Fallout 1? Der ist theoretisch wirklich streng. Du bist tatsächlich nach 150 Tagen Game Over, was ziemlich krass ist. Es gibt aber Mittel und Wege, wie man den Timer verlängern kann. Zum Beispiel kannst du in The Hub eine Wasserlieferung beauftragen. Das gibt dir ein bisschen länger Zeit. Und ich hatte immer das Gefühl, auch in meinem ersten Playthrough, dass die 150 Tage eigentlich schon ziemlich großzügig sind. Gerade dann, wenn man wirklich, ne, wie soll ich sagen, wenn du dir Zeit nimmst, um dich umzusehen und zu erkunden, dann kriegst du auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Wasserlieferungen von The Hub, wie du das nochmal verlängern kannst. Also ich würde behaupten, dass das eigentlich ganz gut geht. Also dass das jetzt nicht wirklich ist, dass man sich in irgendeiner Form beeilen muss. Das, glaube ich, klappt schon. Also ich würde schon sagen, man kann sich Zeit lassen. Ich würde halt jetzt nicht zu viel komplett unnötig über die Weltkarte reisen, weil das kostet wahrscheinlich am meisten Zeit. Aber ja, ansonsten okay. Also, ich muss dir sagen, dass dein Plan schiefgelaufen ist. Was redest du da? Also, nehmen wir mal an. Beispiel? Angenommen, du hättest einen Killer auf Killian angesetzt und der hat's vergeigt. Dann brauchst du jetzt einen anderen, der den Job für dich erledigt, ne? Lass mich mal raten. Bist du derjenige? Ganz genau. Aber das hat natürlich seinen Preis. Und wie kann ich dir trauen? Kannst du nicht. Ich meine, kannst du. Ich meine, nee, wir versauen's nicht schon wieder. Weil ich ein Profi bin. Ich habe sowas schon öfter gemacht. In Ordnung. Machen wir. Aber denk dran, dass mit Gizmo keiner jemals ein falsches Spiel treibt und dann darüber auspackt. Kapiert? Klar. Aber zuerst will ich wissen, warum du ihn loswerden willst. Einfach. Ich will ihn tot sehen. Er stört meine Geschäfte. Also, machst du ihn nun alle? Klar, wird erledigt. Gut, komm als Beweis mit den Marken wieder, die er um den Hals trägt. Und erzähl niemanden von diesem Gespräch. Niemand treibt ein falsches Spiel mit mir. Niemand. Okay. Okay, wenn jetzt alles funktioniert hat, ne, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann kommen wir jetzt zurück zu Killian und ihm sagen, was Gizmo gesagt hat und auch beweisen. Schauen wir mal, ich hoffe es. Ich bin mir nämlich nicht sicher, aber ich glaube schon.
Ah, oh, die Wegfindung ist manchmal nervig. Ich freue mich wirklich schon auf den zweiten Teil. Der zweite Teil ist schon in vielerlei Hinsicht noch mal besser als der erste. So gern ich den ersten mag, will ich überhaupt nicht sagen. Aber der zweite hat das schon noch mal perfektioniert. Okay. So, hast du den Beweis? Klar doch. Panzer oder Kassette? Geständnis. Lass hören. Mehr. Zum ersten Mal höre ich seine Stimme gern. Danke, Freund. Zeit, dass wir uns um das andere Geschäft kümmern. Also, ich habe ihm ja quasi schon alles abgekauft, ne? Und deswegen nehme ich alle Stimpacks, die er übrig hat. Und guck mal, wie viel das sind. Bei Arztkoffer kann ich wahrscheinlich nicht mal was anfangen. Lederrüstungen haben wir jetzt schon. Gewehrmunition brauchen wir jetzt auch nicht. Danke nochmals. Hör zu, ich lasse Gizmo und seine Genossen aus der Stadt treiben. Ich brauche noch eine Pistole. Bist du bereit? Macht sicher Spaß. Klar, schon allein, um ihn mal mehr als 10 Schritte laufen zu sehen. Geh zu Lars an der Wachstation, der sagt dir mehr. Diese Stadt schuldet dir recht viel. Und was haben wir bekommen? 500 Erfahrungspunkte. Die Stimpacks stehen nicht im Text. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Stimpacks wir hatten, aber wir hatten definitiv keine 8. Okay, das ist gut. So, die Schrotflinte für uns ist auch gut, weil unser Charakter kann nicht zielen und mit einer Schrotflinte kann man nicht so viel kaputt machen. Ich speichere mal. Hat alles funktioniert. Ausgezeichnet. Welcher Sprecher bei der Metal Gear Solid 1 Snake gesprochen hat? Ja, genau, das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, dass das der Killian ist. Der Original PlayStation 1 Snake. Hallo Lars. Bist du bereit, dabei zu helfen, Gizmo zu stürzen? Na klar, nageln wir die Schweinebacke fest. Yippie-yay. In Ordnung, auf geht's. Ich bin hier, um dich zu verhaften, Gizmo. Deshalb habe ich den Beweis gesammelt. Eines sage ich dir, Killian. Ich kann nicht so schnell lesen, wie das da steht. Okay. Ich schätze mal, er ist auch ein Feind, ne? Ich schätze mal, Izzo wird nicht einfach so hinnehmen. Das wird sein Chef erschießen. Aber ehrlich gesagt, solange der nicht angreift, lasse ich ihn mal. In die Augen! Nee, aber ich schieße einfach mal auf den Rumpf. Ich finde das so geil, dass sein Schreibtisch irgendwie Teil von seinem Körper ist oder so. Keine Ahnung. Es sieht auch so aus, als würde ich da die Tischbeine anvisieren, wenn ich auf die Beine ziele. Ich mache lieber mal einen sicheren Schuss auf den Rumpf, weil ich will nicht irgendwie mein ganzes Team zerlegen, versehentlich, was durchaus passieren könnte. Puh, Glück gehabt. Ich habe sogar getroffen. Nicht schlecht. Dann lade ich gleich nochmal nach. Und beende meinen Zug. Oh oh. Nein, warum gehst du denn auf mich los? Ich bin so gut wie tot. Gott, ich habe Angst. Nein, oh Gott, ja, ich habe es gewusst. Oh Gott. Oh mein Gott, Ian hat mich fast erschossen. Ich lebe noch, aber gerade so. Ich hau mir mal lieber ein Stimpack rein. Wir haben ja gerade ein paar Questbelohnungen bekommen, ne? Ein bisschen zumindest. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr genug AP zum Schießen, aber ich gehe einfach mal einen Schritt zur Seite. Das hilft vielleicht schon. Warum schießen denn alle auf mich? Hier ist eine ganze Gang und ich bin die Zielscheibe hier, oder was? Okay. Let's go. Kopfschuss. Das ist ja eine schöne Sterbeanimation, die Gizmo da hat. Habt ihr das gesehen? Meine Güte, ich habe ihm durch den Brustkorb durch und ein Loch in den Stuhl hinter ihn geschossen. Das ist schon lustig. Solche Sterbeanimationen werden heutzutage nicht mehr gemacht. Hey, du könntest jetzt aufgeben, Bodyguard. Ohne Witz. Gizmo ist tot. Du bist anscheinend nicht sehr gut in deinem Job, aber das ist voll in Ordnung. Wir können jetzt einfach heimgehen, alle. Guck, er will wirklich fliehen.
Wollen wir ihn gehen lassen? Ich befürchte, ich lasse ihn gehen, aber ich befürchte, meine Companions hier sind nicht so gnädig. Naja, okay. Aber ich spare die Munition jetzt trotzdem. Sind wir fertig? Ja. Danke für deine Hilfe. Hier hast du 500 Deckel. Du bist immer in Chunktown willkommen, mein Freund. Aber ich sollte wahrscheinlich trotzdem die Waffe wegpacken. Na gut, ist die Chunktown-Quest auch erledigt mit Gizmo. Das ist doch schön. Kann es sein, dass die Entwickler des Spiels alles aus dieser Fallout-Serie geklaut haben? Ja, das stimmt. Ich glaube aber, das ist sogar ein Lizenzspiel. Die haben wirklich die Serienrechte von Amazon gekauft und haben ein Spiel draus gemacht. Wie man sieht, ne? Relativ schnell zusammengeschustert. Also da muss es schnell gehen, aber ja. Ich finde, die haben den Stil der Serie ganz gut eingefangen. Fallout New Vegas war einer meiner Lieblingsgames. Ja, das ist ja auch super. Fallout New Vegas ist ja auch wirklich super. Und jetzt ist das Casino leergeräumt. Aber wir gucken mal, ob es wirklich leergeräumt ist. Schauen wir mal unter jedes Bett und in jede Nische, ob nicht doch noch irgendwas für uns zu holen ist. Ah, guck. 100 Kronkorken von Gizmo. Eine 9mm Mauser. 20 Schuss. Und drei köstliche... Was sind das eigentlich? Drei köstliche Leguan am Spieß natürlich. Und hier irgendwo, aber das ist jetzt blöd, müsste sein Handlanger liegen, ne? Warte mal. Ah ja, da ist er. Der hat auch noch 50 Kronkorken für uns. Na guck, haben wir unsere Belohnung ein bisschen abgegradet. Wir sind schon ziemlich reich, muss ich sagen. Läuft ganz gut. Moment mal, wo ist Ian eigentlich? Wirklich, wo ist er? Warum bin ich hier ganz alleine? Steht ihr noch am Anfang? Ist irgendwas passiert? Ian hat's doch... Dem geht's doch gut, oder? Hm. Moinsen, ich komm rein und dann diese Aussage. Oh Mann, welche Aussage war's denn? Als ob ich mich erinnern könnte, was ich die letzten paar Sekunden gesagt habe. Öffnen. Ja, Tür erfolgreich geöffnet. Yeah, Guns and Bullets Magazin. Sehr schön. Eine Tasche und ein Feuerzeug. Das Spiel hat von der Serie geklaut. Achso, ja. So. Gut. Ich glaube, dann haben wir Gizmo eh schon ausgeräumt. Ich schätze mal, das andere wurde von Killian konfisziert. Ian, was ist denn mit dir? Warum stehst du denn da so einsam und alleine? Ist alles okay mit dir? Was kann ich für dich tun? Hm, keine Ahnung. Vergiss es. Ah, warte mal. Ja, aber es stimmt, ne? Lass mich mal kurz handeln mit ihm. Ich glaube, er hatte keine Munition mehr im letzten Kampf. Ja, genau, der hat keine Munition mehr. Ich schieße ja jetzt mit der Schrotflinte. Das heißt, theoretisch kannst du alles haben an 10mm Munition. Du brauchst 10mm. Ja, ja. Genau. Und den Rest behalte ich mal. Sind jetzt eh mal 42 Schuss, ne? Passt schon. Oh, ein Remake, ey. Ohne Scheiß. Ein Fallout 1 und 2 Remake. Wenn die das machen würden und dann noch in gut. Oh mein Gott. Ich muss speichern. Das wäre der Hammer. Das wäre so der Hammer. Aber ich mag ja auch das Original. Sehr gern. Ich bin sicher, dass Phil dankbar wäre, wenn du ihm den Hund vom Hals schaffst. Mister, ich wäre wirklich glücklich, wenn du den verdammten Hund loswerden könntest. Warum? Er lässt mich nicht ins Haus, deswegen. Ist das nicht dein Hund?
Er war das Haustier von einem Reisenden. Als der starb, hat dieser verdammte Hund seinen Fellarsch auf die Schwelle geknallt und hat sich nicht mehr bewegt. Er ist schon seit Tagen da. Wer war dieser Reisende? Keine Ahnung, irgend so ein Typ. Er kam aus dem Osten, hat er gesagt. Als ob jemand das Ödland im Osten durchqueren könnte. Er hat sich mit Gizmo angelegt und versucht, Gizmo in sein Geschäft reinzureden. Im Osten? So, so. Also hat Gizmo ihn von ein paar Jungs verprügeln und vom Dach des Casinos werfen lassen. Der Reisende hat sich dabei seinen bescheuerten Hals gebrochen und ist gestorben. Der Hund war fertig. Wie sah der Reisende aus? Oh, der Typ war groß, dunkle Haare, schon ein bisschen grau an den Schläfen. Er war immer ganz in schwarzes Leder angezogen, als ob das in der Wüste eine tolle Idee wäre. Und hat eine Schrotflinte mit sich herumgetragen. Also Mad Max, basically. Er hatte einen komischen Akzent. Der Hund war immer bei ihm, ist ihm überall hingefolgt. Danke für den Klatsch. Wuff. Wuff. So, gucken wir mal. Oh ja, genau, warte mal, was ist denn eigentlich hier drin? Oh, 100 Kronkorken. Na guck. Kann ich die irgendwie rausnehmen eigentlich? Oder wie mache ich das gleich nochmal? Na, willst du einen Leguan-Spieß? Du hast 100 Erfahrungspunkte, weil du geholfen hast, Philips Hundeproblem zu lösen. Und somit haben wir Dogmeat gefunden. Du siehst einen Hund. Er scheint dir zu folgen. Cool. Wir haben jetzt einen Hund, der uns folgt. Und Phil kann wieder in sein Haus. An deiner Stelle würde ich dem Vieh nicht trauen, das ist ein Killer. Na, das hoffe ich doch. Ian, unsere Familie ist größer geworden. Yay! Ian scheint sich gar nicht so sehr zu freuen. Ich glaube, der freut sich innerlich, ne? Der kann es nur nicht so zeigen, Ian. Ich verstehe das schon. Okay, speichern wir mal. Darf halt nicht von Bethesda kommen. Ich wollte es nicht sagen, aber tatsächlich wäre es mir auch lieber, wäre ja auch obviously irgendwie sinnvoller, ne? Wenn so ein Fallout 1 oder 2 Remake von Obsidian kommen würde. So eine Kooperation aus Obsidian und In Exile oder irgendwie sowas. Und ohne Bethesda. In dem Fall wäre das definitiv die bessere Entscheidung, finde ich auch. So, gehen wir mal noch hier hoch. Das ist Fallout 1. Tut mir leid, aber heute findet kein Boxkampf statt. Wann ist denn der nächste Kampf? Hast du gerade verpasst. Versuch's in ein paar Tagen nochmal. Saul boxt alle 3 Tage. Wer ist Saul? Saul ist der Lokalmatador. A's und O's sehen einfach komplett gleich aus. Saul ist momentan Gizmos Liebling. Ich hab da Informationen bezüglich Gizmo und so. Ja, was machst du hier? Saul lacht lauthals. Ich bin Boxer. Ha. Was schlägst du vor? Hä? Die Dialogoption verstehe ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Lost in Translation Ding. Ich kann dir in den Arsch treten. Oh, okay, viel Glück, sage ich mal. Wer bist du? Chunktown Bauer. Der hat nichts zu erzählen. Na gut. Lakul Motadador. Ja, genau, so ähnlich. Der Lokomotiv Matador. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dann sind wir hier erstmal fertig, ne? Wir haben jetzt noch 119 Tage übrig, um den Steuerchip zu holen. Wir haben schon viel verbraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kriegen wir schon hin. Okay, die Red Scorpions haben wir aufgehalten. Wir haben
Cynthia gerettet und Gizmo aufgehalten. Und wir haben eigentlich auch Dogmeat. Aber das ist anscheinend nicht wirklich eine Quest. Wir haben gutes Equipment jetzt. Wir sind gut ausgerüstet, gut ausgestattet. Und haben gute Waffen auch für den Anfang. Jetzt geht's weiter nach The Hub. Und nach The Hub schauen wir dann mal, dass wir irgendwie nach Necropolis kommen. Das wäre cool. Ian funktioniert zum Glück auch wieder. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass der kaputt ist. So, wir sind jetzt ein cooles Quartett. Trio erstmal nur. Dogmeat ist am Anfang vor allem sehr mächtig. Der ist wirklich ein mächtiger Begleiter. Später dann, wenn die gepanzerten Gegner kommen, ne, alles, was Supermutant oder Powerrüstung ist. Aber am Anfang ist Dogmeat der Hammer. Der schubst alles um und beißt tot, solange es am Boden liegt. Der ist irre. Dogmeat ist irre. Leider stirbt er auch ziemlich leicht. Und ich werde definitiv das Spiel mit einem lebenden Dogmeat beenden. Und das würde gegen Ende dann in der Mariposa Militärbasis absolut schrecklich. Und ich werde es hassen. Aber man kann Dogmeat leider nicht wegschicken. Der ist kein Begleiter wie andere. Wir müssen Dogmeat wirklich mit sehr viel Speichern und Neuladen am Leben halten. Aber ich werde es tun. Dogmeat wird nicht sterben. In meinem Kopf kann er nicht. Hier stinkt's. Pass auf. Das ist kein sicherer Ort hier. Hier stinkt's. Armer Harold. Er hat's schwer im Leben gehabt. Harold. Treffen wir auch noch. Ist hier noch irgendwas, außer dass es stinkt? Ist das einfach nur die hier stinkt's Zufallbegegnung? Okay. Dann gehen wir weiter. Interessante Zufallsbegegnung. Hier stinkt's. The Hub. Eingang. Oh, hier ist ganz schön was los. Guckt euch das an. Hier ist gleich mal... Du bist, glaube ich, ein Karawanen... Nee. Das sind alles Karawanenwachen. Ich bin bereit für eine Schlägerei. Na dann. Ah, Matt, du hast einen Namen. Hallo, Matt. Ja, wie kann ich behilflich sein? Ich glaube, Matt redet so. Ich glaube, Matt kifft viel. Was ist das hier für ein Ort? Es ist der Hub, Bruder. Ein Handelszentrum fürs Ödland. Es ist die größte Stadt überhaupt, die ich kenne, Mann. Man findet hier voll alles, was man braucht und so. Und wenn du Arbeit suchst, bist du hier auch genau richtig. Aber wer sucht schon Arbeit? Fast jeder scheint hier jemand anheuern zu wollen. Für legale und illegale Sachen und so. Kannst du mir sagen, wo sich ein Steuerchip befindet? Das wäre gut. Steuerchip? Dude, wow. Da hast du mich jetzt voll kalt erwischt, ey. Der liest sich wirklich ein bisschen high, oder? Ich improvisiere auch ein bisschen was rein, aber ich finde, das passt schon ganz gut. Hallo, Kabukmann und Heaven, was geht? Geh doch mal beim Krämerladen in der Stadt vorbei. Die können dir vielleicht weiterhelfen. Oh, okay. Was machen denn die ganzen Karren hier? Das sind die Karawanen, Mann. Wir karren Güter fast überall im Ödland hin. Chunktown, die Brotherhood, Shady Sands, Chunktown und überall. Nur von Necropolis und den Ghoulen, Mann. Da halten wir uns lieber fern. Schlechte Vibes und so. Ich leite die Gruppen und wir fahren bald los. Die Gruppe auf der anderen Straßenseite ist gerade erst angekommen. Ist das nicht die Karawane, die ich vorher gesehen habe? Ach, die so stinken. Die Stinker sind da. Womit handelt ihr? Oh Mann, mit allem Möglichen, was man so braucht. Essen und Wasser und noch mehr Wasser. Wasser ist sehr begehrt, Mann. Okay. Danke. Tschüss. Okay.
Karawanenfahrer, Karawanenfahrer. Hat der noch wer einen Namen von euch? Luke! Luke! Wir kriegen gleich Gesellschaft! Wie kann ich behilflich sein? Was ist denn das hier für ein Ort? Das hier ist der Hub, ein Handelszentrum für das Ödland. Es ist die größte Stadt, die ich kenne. Ah, du sagst genau das Gleiche irgendwie, ne? Auf Wiedersehen. Die sind identische, eineiige Klonzwillinge. Nur, dass der eine dauernd kifft und der andere nicht. Das ist der Unterschied. Hallo! Hallo, Billy. Was machst du? Nichts. Ich meine, ich passe auf die Brahmin auf. Für was sind die Speere gut? Die sind gefährlich? Sind nicht gefährlich? Gefährlich? Nein, eigentlich nicht. Manchmal beißen sie, aber ansonsten sind sie gut drauf. Sie pfurzen und rülpsen die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, wir reden über Brahmin und nicht über Speere. Aber wofür ist dann der Speer? Oh, sie können entsetzlich stur sein, wenn sie möchten, dass sie was tun sollen. Nee, wenn ich möchte, dass sie was tun sollen, dann benutze ich den Stock, um sie dazu zu bringen, sich zu bewegen. Außerdem möchte ich ihnen nicht zu nahe kommen. Manchmal beißen sie. Hat er nicht gerade gesagt, dass sie nicht beißen? Gut. Der Hub ist ein großer Ort. Hier gibt es ziemlich viel zu entdecken. Klappern wir mal alles der Reihe nach ab. Schauen mal überall rein. Ein Polizist von The Hub. Kommen wir irgendwie in das Gebäude da eigentlich? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein rein dekoratives Gebäude. Aha! Da steht jemand drin. Wie komme ich da wirklich rein? Ah, da ist die Tür. Ich habe sie gefunden. Dan! Ja, hallo, mein Freund und willkommen im Hub. Darf ich mich vorstellen? Man nennt mich Dan, den Brahmin Man. Ich mache hier Deals mit allen Händlern, biete einen bescheidenen Dienst für einen absoluten Tiefpreis an. Also, was kann ich für dich tun? Welche Dienste bietest du denn an? Also, ich kann so ziemlich alles beschaffen, was den Weg eines Karawanen oder einem Brahmin hier so fehlt. Nee, was dem Wagen. Okay. Wenn die irgendwas für ihre Karawane brauchen, bin ich für sie da. Sogar die großen drei kommen immer mal zu mir. Wer sind denn die großen drei? Ja, sowas, Kleiner. Warst du die ganze Zeit in der Höhle eingesperrt oder was? Basically, ja. Die drei großen sind die drei großen Handelsgruppen der Welt. Na gut, vielleicht nicht von der ganzen Welt. Aber sie haben sich einen schönen Batzen unter den Nagel gerissen. Ungefähr so weit dein Auge reicht. Zum Teufel mit dir, du Brahmin-Freak! Was für eine weirde Antwort plötzlich. That escalated quickly. Die nehme ich auch nicht. Das passt nicht zu unserer Figur. Nee, nee. Unsere Figur ist ein bisschen naiv, aber grundsätzlich nett. Was sich ja auch nicht ausschließt. Ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe. Ach, die! Ich dachte, du sprichst über was anderes. Nee, okay. Ich sage einfach, okay, tschüss. Warte mal, willst du handeln? Was hast du denn so? Absolut gar nichts. Cool. Dann sind wir uns ja einig. Dann würde ich sagen, tschüss. Dan the Brahmin Man. Und dann reden wir noch mit Dans Frau, die hat nicht mal einen eigenen Namen bekommen. Ich soll mit niemandem reden, wende dich bitte an meinen Ehemann. Okay. Na, was macht ihr drei da so? Deputy Fry. Wo gehst du denn hin, Deputy Fry? Halt dich mal kurz still, ich will mit dir reden, mein Gott. Hallo, mein Freund. Deputy Tony Fry steht dir zu Diensten. Was ist denn das hier für ein Ort? Oh, ein neuer. Willkommen im Hub. Du bist hier in der größten Stadt, die es an der Küste gibt. Soweit wir wissen, ist es vielleicht sogar die größte Stadt auf der ganzen Welt. Ich hab gedacht, du gehörst zum Caravan dazu. Bist du mit denen hierher gekommen? Nein. Das überrascht mich. Da draußen geht's ziemlich übel zu, besonders wegen der fehlenden Caravans. Aber jetzt bist du in Sicherheit. Halt dich nur von Maltese Falcon fern. Die machen immer nur Ärger. Decker und seine Leute. Wer ist denn Decker? Das ist der Besitzer von Maltese Falcon im Merchant Market. Aber halt dich von dem fern, wenn du keinen Ärger willst. Er ist ein Mörder. Nee, warte mal.
Doch, er ist ein Mörder, aber der Sheriff lässt ihn mich nicht festnehmen, solange es keine Beweise gibt. Was hat's denn mit den fehlenden Caravans auf sich? Das ist eine echt tragische Geschichte. Einige Caravans sind verschwunden. Butch drüben bei den Fargo-Traders hat eine Belohnung für Informationen oder irgendwelche Hinweise ausgesetzt. Geh mal zum Merchant Market, wenn dich das interessiert. Weißt du, woher ich einen Steuerchip kriege? Der Chip meiner Vault funktioniert nicht mehr und wir brauchen sofort einen anderen. Steuerchip? Also ich habe noch nie von sowas gehört. Aber wenn das irgendwas mit Wasser zu tun hat, dann red mal mit den Water Merchants. Das Hauptquartier von denen ist weiter unten im Süden. Vorbei an der Stadtmitte. Okay. Tschö. Kein Problem. Ob du es glaubst oder nicht, unsere Stadt ist ziemlich sicher und bei der Polizei arbeiten nur extrem gut ausgebildete Leute, die für Frieden sorgen. Solange du dich von Maltese Falcon fernhältst, was... Hey, der erzählt mir so oft, dass ich nicht nach Maltese Falcon gehen soll, dass das schon fast so umgekehrte Psychologie ist, oder? Jetzt müssen wir dahin gehen. Jeder Zweite sagt es, ey, aber geh nicht dahin, okay? Du kannst machen, was du willst, aber nicht dahin gehen. Wenn du dahin gehst, das wäre ganz schlecht. Also wirklich nicht dahin gehen. Das ist jetzt wie so ein großer roter Knopf irgendwo in der Höhle, wo ganz groß drauf steht, nicht drücken. Ohne weitere Informationen, ohne Personen oder irgendwelche Geräte in der Nähe. Dann muss man drauf drücken. Ich habe gar keine andere Wahl mehr im Grunde. Das ist so ein Rollenspiel-Ding, ne? Wenn man eine neue Stadt betritt, dann geht man erstmal überall rein, klickt alle Regale an, räumt überall die fremden Zimmer durch und sowas. Ist schon lustig. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Was kann ich für dich tun? Was kannst du für mich tun? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eigentlich nix. Danke für die Auskünfte. Eigentlich haben wir schon alles in Erfahrung gebracht. Aber ich könnte mal gucken, ob die Tür aufgeht. Und ob ich mal in das Regal da gucken kann. Da ist nichts drin. Dann gehen wir noch schnell ins Klohäuschen da hinten. Und dann geht's runter zum Marktplatz. Oh, ein großes Regal. Voller nichts. Cool. Okay. Weiter ins nächste Gebiet. Oh, die haben Kampfrüstungen. Ich habe auch bald Kampfrüstungen. Ich weiß nicht, ob es das für Fallout 1 auch gäbe. Ich habe es nicht gefunden, aber für Fallout 2 gibt es sehr schöne Mods. Das werde ich auch ein bisschen modden, bevor wir das spielen. So Sachen wie, dass die Begleiter tatsächlich die Rüstung auch optisch tragen, die sie angezogen haben. Da gibt es Mods dafür. Die haben dann sogar individualisierte Power-Rüstungen. Ne? Jeder Begleiter hat eine Power-Rüstung, die zu ihm passt und so Sachen. Das ist schon sehr schön gemacht. Gibt schon coole Sachen. Crimson Caravan. Reden wir doch mal mit denen. Dimitri. Ja, hallo? Wie geht's so? Mein Name ist Dimitri. Dimitri Ramara. Romara. Anführer des bei weitem besten Caravans im Ödland. Suchst du einen Job? Du siehst ganz fit aus. Was habe ich denn da für komische Antwortoptionen? Er sagt, du siehst ganz fit aus, willst du einen Job? Und ich sag, ja und? Oder und? Was soll's? Ich will handeln. Stimpaks, Kronkorken. Ich hätte tatsächlich ein paar Sachen, die können weg. Vor allem haben wir eine übrige Powerrüstung. Oh mein Gott, die ist viel zu viel wert. Die kann er sich nicht leisten. Puh. Oh ja, ganze Bullets muss ich mal noch benutzen. Willst du ein Feuerzeug? Hey, ja, weißt du was? Feuerzeug für 100 Kronkorken, das ist doch nice. Bitteschön. Tada! Cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Fallout London, ja. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Hi Idolem, was geht? Genau das suchen wir. Im Kampfgetümmel fühlst du dich pudelwohl, stimmt's? Überall pfeifen Kugeln um deinen Kopf.
Du zerfetzt deine Feinde, siehst die Angst in seinen Augen. Ah, das ist das Leben. Du schaust so aus, als ob du uns nützlich sein könntest und wir zahlen ziemlich gut. Oh ja, das tun wir. Wir haben gerade ein paar freie Stellen. Nee, ich will ja nicht angeben, aber ich bin ziemlich reich für Ödland-Verhältnisse, glaube ich. Ich bin erst ein paar Tage aus der Vault und ich glaube, ich kann den Wert von Krokhocken noch nicht so ganz genau einschätzen, aber ich bräuchte einen Steuerchip. Machen wir es kurz. Steuerchip? Ha, von denen habe ich noch nie was gehört. Frag mal in einen der Läden draußen nach. Die wissen alles Mögliche. Wolltest du jetzt eigentlich einen Job oder nicht? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ah, sehr enttäuschend, aber naja. Gucken wir mal. Wenn wir doch mal irgendwie Geld brauchen, kommen wir drauf zurück. Aber jetzt gehen wir erstmal zu General Store. General Store? Hallo. Der All-in-One-Laden. Wie kann ich dir heute helfen? Ich möchte kaufen. Großartig, schau, was ich habe. Wir haben Stimpaks. Wir haben einen Geigerzähler. Wir haben Mantids. Wir haben einen Scanner. Oh, wir haben ein Fachlexikon. Wir haben Dense Electronics. Wir haben Erste-Hilfe-Buch. Wir haben Pfadfinder-Buch. Wir haben Psycho. Wir haben Super Stimpak. Wir haben Seile. Das sind schon alles sexy Items, die der da hat. Werkzeug, Funkgerät, Redaway und Flammenwerfermunition und sehr viel Kronkorken. Okay, meine Güte, der hat wirklich alles, was das Herz begehrt hier. Ich befürchte, ich kann nicht mal ansatzweise kaufen, was ich hier gern einkaufen würde. Ich würde gern alles mitnehmen, aber gut. Hi, Checkpoint. Ich könnte dir eine Lederrüstung geben und eine 10mm Pistole. Kannst du definitiv haben. Und das Jagdgewehr, ehrlich gesagt, eigentlich auch. Das andere würde ich mal noch zur Not behalten. 2000 ist das Zeug wert. Jetzt gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Ich hätte gern für später ein Seil. Ich hätte gern alle deine Bücher definitiv. Und das Funkgerät könnten wir theoretisch auch brauchen. Und die Super Stimpaks auch. Ich befürchte, die Bücher werden teuer. Oh, bei dem könnten wir viel Kohle lassen, ey. Damn. Ja, aber vielleicht... ich guck mal. Ich gehe so ungern an meinen Kronkorkenvorrat, weil den braucht man auch manchmal wirklich. Ich könnte mal gucken, was ich ihm noch verkaufen könnte. Die Desert... Soll ich ihm... Weiß ich nicht. Ich hätte noch die 9mm Maus und die Desert Eagle, die könnte ich ihm theoretisch noch geben. Ich könnte ihm auch die Spieße hier geben, vielleicht. Und? Kommt der Sache näher. Ah, hier sind auch noch 1000 Kronkorken drin, ne? Oder waren es nur 100? Ich weiß leider nicht, wie ich da rankomme und wie ich die rauskriege. Ich verkaufe ihm einfach den Beutel samt Kronkorken. Dankeschön, Checkpoint. Ich habe heute etwas für mich Neues über Fallout gelernt. Man kann NPCs killen, indem man zu viel Stimpaks auf sie anwendet. Ja, ja, absolut. Vor allem Super Stimpaks. Die können an einer Überdosis sterben. Gegengift behalten wir lieber mal. Für was brauche ich eigentlich die Munition hier? Habe ich irgendwas, das die abfeuert? Ich glaube tatsächlich nicht, aber... Ich will die ehrlich gesagt auch nicht hergeben. Aber ich habe sonst nichts mehr. Okay, ich zahle in den Kronkorken den Rest. Machen wir mal, damit ich nicht so viel rechnen muss, 500. Oh, warte mal, das waren zu viel. Dammit, ich habe mich jetzt schon verrechnet. Dann nehme ich ihm jetzt 110 wieder weg. Und dann kriegt er noch 3. Ja, dann machen wir es so. Okay, wir haben guten Stuff auf jeden Fall bekommen und die ganzen Bücher werde ich jetzt gleich mal benutzen, weil das schon mal cool. So, das
vergeht jetzt ein bisschen Zeit auch, ne? Muss man immer beachten, aber trotzdem lernen wir jetzt mal sehr viel über alles Mögliche, was man brauchen kann an Skills. Okay. Na gut, sonst glaube ich, hatte der jetzt eh nichts. Können wir den... Ich gehe mal nochmal in den Dialog. Ich weiß nicht, ob ich den nach einem Wasserchip fragen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nee. Aus irgendeinem Grund nicht. Ah, gut, okay. Oh, guckt mal. Das Maltese irgendwas. Dankeschön, Agro. Super nett von dir. Danke für die Bits. Guckt sie euch an, wie sie ins Glas fallen. Oh mein Gott, und den Physikglitch auslösen und explodieren. Dankeschön. dann gehen wir doch mal in das verbotene Gebäude, in das ich auf keinen Fall gehen soll. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Der hat mir so viel Angst gemacht vor dem Gebäude. Wo ist euer Anführer? Bring me to your leader. Reden wir mal mit der Barkeeperin. Ja, was willst du? Wasser. Das macht 2 Deckel. Nein, danke. Habe ich mir gleich gedacht, dass du nicht so aussiehst, als könntest du viel vertragen. Hä? Kann ich viel Wasser vertragen? Was? Wovon redest du? Kane! Ich hab von dir gehört. Oder jemand, der Kane heißt, der redet so. Ich hab von dir gehört. Du hast doch Gizmo in Chunktown erledigt. Killian muss dafür tief in die Tasche gegriffen haben. Suchst du hier vielleicht Arbeit? Was für einen Job hättest du denn für mich und was bringt er ein? Das ist keine Arbeit für Skags. Es muss schnell und sauber erledigt werden. Der Boss kann dir Einzelheiten sagen. Doch es bringt mehr Geld, als du in einem Monat bei den Caravans verdienen würdest. Aber nur, wenn du gut genug bist. Nieten können wir nicht ab. Wenn du mich verstehst. Nee, ich weiß, ich was? Aber okay. Wem muss ich umlegen? Magst du mich nach unten begleiten? Es gibt hier zu viele offene Ohren. Na klar. Du suchst also einen Job. Was für ein Zufall. Ich hätte was für dich. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Wie heißt du? Ich heiße Lance Gritt. Also, Schluss jetzt mit den Floskeln. Möchtest du etwas über den Job wissen? Hi, Basti. Hallo zusammen, alle, die jetzt gerade reinströmen. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade erst angefangen, aber wir spielen tatsächlich schon fast eine Stunde. Ich habe Gizmo umgebracht und bin nach The Hub gekommen. Und das war es ehrlich gesagt eigentlich. Die Zeit verfliegt hier. Wir reden gerade sehr viel mit den Leuten. Also, ich möchte gern was über den Job wissen. Ja, das wäre sehr gut. Hintergrund? Es gibt da einen gewissen Händler, der nicht völlig mit dem Untergrund kooperiert. Okay, und was ist jetzt der Job? Ganz einfach. Finde den Händler und seine Frau und mach sie alle. Ich glaube, ich will das nicht machen. Was springt für mich dabei raus? Die übliche Bezahlung. 500 Deckel vorab. Weitere 2500, wenn der Job erledigt ist. Machst du's? Oh, das sind schon viele Deckel. Aber weißt du was? Vielleicht nehme ich die 500 vorab, aber mach's dann einfach nicht. Was sagst du dazu, hä? Lass uns mal kurz handeln. Aha, Wurfmesser und Stimpacks. Na gut. Oder hätten wir zur Snake-Synchro auch noch die von Colonel Campbell? Nein, wirklich? Come on. Wenn das wirklich stimmt. Aber weißt du, ich kann es mir schon vorstellen, vielleicht gab es zu der Zeit einfach nur ungefähr 4 Synchronsprecher für Videospiele oder sowas. Nee, das ist nicht Campbell, das ist Revolver Ocelot. Aha, aha. Das sind ja witzige Funfacts, die wusste ich nicht. Okay, ich sage ihm jetzt, ich mach's, aber in Wirklichkeit will ich nur seine 500 Deckel. Sehr schön.
Der Händler lebt in den Heights, Ecke Barter Street und Thunder Avenue. Deine erste Gage erhältst du auf dem Weg nach draußen. Okay. Und ich glaube, ich gehe jetzt zum Sheriff. Habe ich jetzt die 500 bekommen? Der Kaufmann und seine Frau wohnen westlich von hier. Bla 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 bla. Na gut, ich lese schnell. Wohnen westlich von hier. Sie sind an der Ecke Barter Street, Thunder Avenue in den Heights. Wahrscheinlich wachen. Versuch's leise zu machen und sorg dafür, dass du nicht gesehen wirst. Doch wenn dich jemand sieht, dürftest du nicht lange genug leben, um es weiterzuerzählen. Wenn du die kleine Aufgabe erledigt hast, komm wieder. Was noch? Denk nicht einmal daran, zur Polizei zu gehen. Das wäre der schlimmste Fehler, den du je machen könntest. Wenn du kannst, versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Das kann manchmal ziemlich nervtötend sein. Kane gibt dir 500 Deckel. Aha, danke für die 500 Deckel, die ich jetzt wirklich erhalten habe. Ich speichere mal auf einem neuen Safe-Slot. Gucken wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich das gerne machen würde. Ich gebe als Wort einfach das letzte Wort ein, das ich gelesen habe. Also einfach funktioniert mein Hirn. Psst, komm her. Okay. Zwielichtiger Typ. Was willst du von mir? Hey, was machst du denn so im Hub? Warum? Also, du schaust aus wie ein Geschäftsmann. Ich bin auch ein Geschäftsmann. Und ich hab gedacht, wir könnten über Geschäfte reden. Was passiert? Subbombe! Rochen 7 Eiche 511 ist jetzt ein Birdrider. Detsch 76 oder Dech B oder wie auch immer. Vielen, vielen Dank für die 5 geschenkten Subgifts. Young-Golem ist jetzt ein Birdrider. Yay! Dankeschön, ist wirklich sehr nett von dir. Cloudbase 9 ist jetzt ein Birdrider. Ja, ne, aber ist ja auch selber schuld, dass der mir 500 im Voraus geht. Der bittet ja darum, betrogen zu werden, der Gangsterboss. Jetzt gucke ich mal noch, was der zwielichtige Geschäftsmann sagt, aber Polizei ist jetzt der nächste Weg. Klein-Elchi ist jetzt ein Birdrider. Mügel 91 ist jetzt ein Birdrider. Ey, vielen, vielen, vielen Dank nochmal, Dechbi. Dankeschön. Ich hoffe, irgendeine der Aussprachen war jetzt ansatzweise richtig. Okay. Ich beschäftige mich mit dir. Mit deinen Geschäften will ich nichts zu tun haben. Na, was machst du hier so? Das ist eine gute Antwort für meinen Charakter, ne? Wir haben ja gesagt, ein bisschen naiv. Was machst du hier so? Ich mache ein bisschen dies, ein bisschen das. Ich besorge Informationen und Sachen für Leute. Egal, was sie brauchen oder suchen. Oh, ich brauche einiges. Na, wir haben doch alle unsere Bedürfnisse. Vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen. Was für Bedürfnisse hast denn du? Bedürfnisse? Was? Ich höre Bedürfnisse. Aber was verstehst du schon von Bedürfnisbefriedigung? Ich habe das Bedürfnis nach Information. Hey, warum kann ich nicht einfach sagen, dass ich einen Wasserchip brauche? Aber gut, ich habe das Bedürfnis nach Informationen. Du suchst Informationen, was? Heatbeat-TTV ist jetzt ein Birdrider. Heatbeat, dankeschön für dein Prime-Sub. Habt ihr gesehen, wie der Bit da oben gerade voll aus dem Glas katapultiert wurde? Sehr schön, freut mich sehr. Hype Train, Level 2, 77%. Danke euch, Leute. Super nett von euch. Freut mich sehr. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Du suchst Informationen, was? Als ehrwürdiger Geschäftsmann habe ich Ausgaben. Deshalb brauche ich ein paar Deckel, damit ich dir sagen kann, was du wissen musst. Gut, das wäre geklärt. Was willst du denn wissen? Gibt was über die Steuerchips, das du mir erzählen kannst?
Du glaubst also, dass ich ein bisschen mehr über dieses Steuerchip-Dingsbums weiß? Was? Du könntest recht haben. Das kostet dich aber was. Ich glaube, 500 Deckel sollten reichen. Ah, er klingt jetzt nicht super vertrauenswürdig. Ist mein Charakter wirklich auch so ein Trottel? Soll ich ihm drohen? Nee, drohen würde mein Charakter ihm nicht einfach so. Nee. Ich sag, das ist ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Kein Problem. Wenn es noch was gibt, was du wissen willst, komm gleich zu Lemmy und sprich mit ihm. Dammit, jetzt würde mich echt interessieren, was er mir sagt über dieses Steuerchip-Dingsbums. Okay, ich glaube, die FLC. Ist die FLC gleich nochmal wirklich die Polizei? Ich glaube nämlich schon. Da kann ich nämlich gleich... Nee, warte mal, das ist die... Ach, Quatsch. Okay, wir gehen nochmal hoch. Ich rede mit dem Hilfs-Sheriff. Sheriff! Mr. Nonconform, vielen, vielen Dank für die großzügigen Bits. Dankeschön. Sehr nett. Stufe 2 Hauptturn abgeschlossen. Dankeschön. Hallo Heinz. Was geht? Danke euch, Leute. So, wo ist er denn jetzt, unser Hilfs-Sheriff? Bist du der Hilfs-Sheriff? Nee, du? Das ist alles Polizei, aber das ist nicht die Person, die ich suche. Hä? Der war doch gerade noch hier. Hallo, ich möchte ein Verbrechen melden, aber niemand will's wissen. Wir sind hier, um aufzupassen und das Schlimmste zu vermeiden. Geh weiter, immer weiter. Wie schwer kann es denn sein, hier bitte ein Verbrechen zu melden? Ich möchte einen Mordanschlag melden, bitte. Hab Polizei. Was ist denn los mit euch? Wo ist hier das Polizeirevier? Ich will mit eurem Chef reden. Ich habe erstens wichtige Informationen und zweitens eine Beschwerde. Aber gut, jetzt gehen wir mal zu den Fargo Traders. Die Fargo Trader. Hallo? Job bei der Karawane willst? Reden wir mal mit dem hier. Hallo, willkommen bei den Fargo Traders. Können wir dir behilflich sein? Was machst du hier? Ich habe die Aufsicht über... Ich meine, ich helfe dabei, die Fargo-Traders am Laufen zu halten. Wenn sich irgendjemand mit uns anlegt, bin ich derjenige, auf den alle hören. Wir treiben und in allen Orten handeln. Mit welchen Waren handelt ihr so? Warum? Wir handeln mit allen Sachen, die du dir nur denken kannst. Reifen, Waffen, Munition, Lebensmittel, Brahmin, Dreck und sogar Metallsplitter. Dreck und Metallsplitter? Du ahnst ja gar nicht, was da draußen alles gebraucht wird. Etwas, was an einem Ort als selbstverständlich gilt, kann in einem nur 10 Meilen entfernten liegenden Ort ein heiß begehrtes Gut sein. Danke, auf Wiedersehen. Okay. Brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Ah, hier ist die Polizei. Yes, Polizei. Ich habe Informationen, die euch interessieren dürften. Deputy Kenny. Oder reden wir gleich mit Sheriff Justin Greeny. Hello, Sir. Mein Name ist Justin Greeny. Ich bin der Sheriff in dieser schönen Stadt. Kann ich an diesem wunderschönen Tag... Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen falsch für den. Kann ich an diesem wunderschönen Tag etwas für dich tun? Ich möchte ein Verbrechen anzeigen. Also, spuck's aus. Decker hat mich engagiert, um einen Händler und seine Frau zu töten. Du machst Witze. Also, hat er dich persönlich gefragt? Ja, genau so war's. Ausgezeichnet. Ich habe von diesen Plänen schon erfahren. Du bist die letzte Bestätigung, die ich noch brauche, um gegen ihn vorgehen zu können. Das wird hart, aber ich kann jede Hilfe brauchen. Ich kann dir 1300 Scripts zahlen. Scripts? 300 jetzt, den Rest, wenn's vorbei ist. Was sagst du?
wird mir ein Vergnügen sein. Super. Da hast du die Anzahlung. Der Sheriff gibt dir 300 Deckel. Okay. Wir können gehen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Okay, auf geht's. Oh Gott, ich hoffe, ich bin wirklich bereit. Es geht los. Ein Wurfmesser. Ein Wurfmesser auf mich. Okay. Ich weiß nicht, wer Freund und wer Feind ist, aber der, der ein Wurfmesser auf mich geworfen hat, ist definitiv nicht mein Freund. Kopfschuss. Kopfschuss mit der Schrotflinte. Decker wurde kritisch getroffen. Yes. Heinz 234 ist jetzt ein Bird Rider. Danke, Heatbeat, für das verschenkte Abo. Sehr nett von dir. Dankeschön. Okay, kritisch getroffen am Kopf. 36 Schadenspunkte. Eine große Wunde am Kopf. Das kann nicht gesund sein. Frischfleisch, sagt er, kommt mit seinem Hammer. Sie kommt auch, aber sie sagt nichts. Boah! Das hat sich schmerzhaft angehört. 15 Treffer. Ich wurde am Kopf getroffen. Voll daneben. Ian hat daneben getroffen. Das ist auch noch nicht passiert. Boah. Ian, boah, es passiert so viel. Deckers Wache wird getroffen. Oh ja, Dogmeat kommt jetzt dran. Deputy wurde getroffen. Kane wurde getroffen. Rüstung ist beschädigt. Hey, Kane hat jetzt aber schon ganz schön was abgekriegt, oder? Dem geht's nicht mehr gut. Schwer verletzt ist er. Okay. Na, gucken wir mal. Ui, wir haben einen Hype-Train-Emote bekommen. Eine Figur, die mit der Hand vor die Kamera geht. Ich kann es gerade nicht posten, weil das Spiel mag raustappen nicht so gerne. Hab dich seit dem Release von Fallout 4 die ganze Zeit verfolgt. Und wollte mal ein Danke da lassen für die Jahre an Unterhaltung. Hey, ich danke dir, Heatbeat. Dankeschön. Das ist super nett von dir. Okay. Der Kampf wird her... Überlebe ich noch eine Runde? Ich speichere mal kurz. Speichern. Tod. Ich glaube, eine Runde überlebe ich noch. Ich schieße nochmal gezielt auf seinen Kopf. Und wenn ich treffe... Ah, natürlich treffe ich nicht. Und jetzt esse ich den Spieß hier. Wer bin ich von denen? Dammit. Ich bin der da. Okay, gut. So, ich esse mal einen Spieß. Nom, 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 nom. Nix ist passiert. Oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Hey, warum zielen die auch alle auf mich? Das ist eine Unverschämtheit. Die Dunkelheit des Lebens nach dem Tod erwartet dich. Mögest du im Jenseits mehr Frieden finden als hier. Okay. Das ist dark. Okay. Ich wiederhole meinen Zug. Und ich schieße diesmal auf den Rumpf. Nein, er hat überlebt. 18 Trefferpunkte. Was? Kritisch getroffen. Und das mit einem kräftigen Schlag. Wie viel hält denn der bitte auf? Decker will nicht mehr mit dir sprechen. Das habe ich mir schon gedacht. Er ist so gut wie tot. Aber halt leider nur so gut wie, ne? Ich habe nicht genug Aktionspunkte, um Stimpak zu nehmen. Ich kann jetzt ein paar Schritte wegmachen. Mal gucken, ob das was verändert. Ne, die beiden erschießen mich auf jeden Fall. Okay, dann befürchte ich, muss ich jetzt einfach... muss ich jetzt in mein Inventar gehen und mich heilen und dann die Runde nicht schießen. Hilft nix. Ein Stimpak. Ich glaube, das reicht. Ich weiß gar nicht, wie viel HP habe ich denn maximal. Ich bin eh voll. Ja. Dann, ups, lege ich gleich noch ein Stimpak hier auf meinen zweiten Slot. Da mache ich aber trotzdem ein paar Schritte nach hinten. Boah. 15 Trefferpunkte. Blaue Flecken werden gut aussehen und vielleicht sind die Narben ein netter Partygesprächsstoff. Holy shit, die bringen mich so hart um hier. Dogmeat, schnapp ihn dir. Jawohl, Dogmeat hat ihn umgeworfen. Das ist das, was Dogmeat gut kann. Der macht nicht viel Schaden, aber der wirft die Leute um. Nein, komm nicht zu mir, Hammerkerl. Komm nicht zu mir. Oh.
Ich bin so tot. Ich habe ein HP. Ich muss wieder ins Inventar gehen und mich heilen. Ich kann jetzt im Grunde nicht mitkämpfen, weil ich mich einfach nur heilen muss. Weil ich brauche jetzt auf jeden Fall 2 Stimpacks. Damit ich wenigstens auf 25 wieder geheilt bin. Das ist nicht mal voll. Ich könnte jetzt noch ein Stimpack nehmen. Und nachdem die mich jetzt innerhalb von einer Runde fast umgebracht haben, nehme ich jetzt auch noch ein drittes Stimpack. Auch wenn sich das sehr schmerzhaft nach Verschwendung anfühlt. Ah, aber ich kann jetzt noch einmal schießen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer hier Freund und Feind ist. Der zweite Teil ist schon echt besser, ne? Was das angeht. Deckers Wache, Deputy Fry. Wand. Kane. Das ist Kane. Ach, shit. Das ist ja Decker. Ich habe Decker und Kane gerade verwechselt. Dann werde ich jetzt mal... Das war kein guter Treffer. Na, schauen wir mal, wo der Kampf hinführt. Aua. Aua. Oh Gott, der Kane bringt mich um. Oh, shit. Dein Leben endet im Ödland. Oh, shit. Okay, ich habe noch einen Plan. Aber das ist ja wirklich mal ein harter Kampf. Damn it. So. Vielleicht wird es Zeit für eine Granate. Mein Plan ist jetzt eine Granate und ganz viel weglaufen. Okay, wer von euch ist Kane? Du bist... Ja, wer ist denn das? Er sieht schwer verletzt aus. Ja, wer sieht schwer verletzt aus? Hä? Decker. Kane. Das ist Kane. Okay, ich schieße auf Kane. Eieieiei. Oh. Au. Dammit, nee. So wird das nix. Dein Leben endet. Mein Leben endet hier. Okay, wartet mal. Genau, das war das Safe Game, bevor ich zur Polizei gegangen bin. Ich gehe da, ich werde da gleich nochmal hingehen. Habe ich da schon mit ihm geredet? Enttäusch uns nicht. Okay. Ich muss schnell ein paar Sachen vorbereiten, bevor wir in den Kampf gehen. Ach, ich habe auch noch nicht mit ihm geredet. Das mache ich nochmal genauso wie beim letzten Mal. Warum? Was machst du so? Ich brauche einiges. Ach shit, das war falsch. Ich habe das Bedürfnis nach Informationen. Steuerchip. Zu viel für meinen Geschmack. Okay, damit wir das auch nochmal genauso wiederholt haben. Da oben ist das Polizeirevier. Da gehen wir jetzt gleich hin. Wir machen alles wieder so wie vorher, nur dass ich jetzt vom Equipment und so ein bisschen besser ausgestattet reingehe und den Kampf ein bisschen ernster nehme. Ich dachte mir so, oh ja, mit der Armee kriegen wir das schon hin. Ian ist gut ausgestattet. Ich habe jetzt ein Stimpack auf der Schnellleiste. Nee, wisst ihr was? Ich nehme die Granate auf die Schnellreise. Ich versuche, dass ich vielleicht mit einem günstigen Granatenwurf nicht nur ordentlich Schaden anrichte, sondern auch die auf den Boden werfe. Dann gucken wir mal. Das verschafft mir vielleicht einen Zug Vorsprung, der dringend notwendig ist. Okay. Verbrechen anzeigen. Decker umbringen. Ja, so war's. Wird mir ein Vergnügen sein. Okay. Ich bin bereit. Na, schauen wir mal, ob ich wirklich bereit bin. Stopp. Speichern. Hallo? Okay. Der erste Messerwurf von ihm war schon mal nicht sehr gut. Und jetzt werfe ich mal eine Granate auf ihn. Okay, keine Ahnung. Das war jetzt auch vielleicht nicht das Allercoolste, aber immerhin. Immerhin. Fikili 02 ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, Nebelbart, für das verschenkte Sub. Freut mich riesig, danke. Okay. Ja, ist irgendwie überhaupt nicht so gefährlich, ehrlich gesagt. Vielleicht, wisst ihr was, ich muss noch mal ganz kurz laden. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, Decker ist ein Trottel. Ich sag's euch, wie es ist. Decker wirft seine Messerchen und ist nicht sehr gut drin.
Ich werf gleich mal hier auf seinen Bodyguard. Der ist, finde ich, die echte Gefahr hier. So. Mhm. 22 Schadenspunkte, immerhin. Und jetzt nehme ich meine Schrotflinte. Soll ich nochmal auf ihn schießen? Wie viel? Nee. Da schieße ich jetzt wirklich auf ihn, einfach weil ich ihn treffe. Von wegen. Naja, hätte ja sein können. Okay. Die erste Runde ist noch relativ harmlos, aber ab dann wird's ernst. Ja. Die erste Runde ist noch relativ harmlos, ne? Hey Leute, ich bin tot. Können wir vielleicht aufhören? Ich leb nicht mehr. Die Dunkelheit des Lebens nach dem Tod erwartet dich. Mögest du im Jenseits mehr. Oh mein Gott, das ist großartig. Die zweite Runde wird harmlos. Bam, kritischer Treffer, instant tot. Cool. Okay, ich mach's aber nochmal. Ich werfe nochmal auf ihn die Granate. Diesmal war der Treffer leider nicht so gut. Nein, ich hab's Inventar geöffnet. Warum? Ich bin so dumm, ey. Aber, ja, okay, keine Ahnung. Ja, so. Auch nicht schlimm. Ich mach einen Schritt nach hinten. Das ändert alles. Schauen wir mal. Ja, you died, aber sowas von. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ein harter Kampf, aber wir schaffen das. Guck, schon hat... Ups, Dogmeat wurde anstelle von dir getroffen. Okay, danke Dogmeat. Ian, kannst du vielleicht deine Waffe nehmen, anstatt irgendwie für einen Schadenstreffer zu kicken? Wo geht denn Dogmeat hin? Ja, gut gemacht, Dogmeat. Oh nein. Hey, warum schießen jetzt alle auf Dogmeat? Kane wurde für 40 Trefferpunkte kritisch getroffen, weil er nicht durch seine Rüstung geschützt wurde. Es wirft ihn zu Boden. Warte mal. Sheriff Justin hat Kane gerade ordentlich in den Rücken geschossen. Holy shit, das war gut. Kane ist so gut wie tot. Und Kane war der, der mir den meisten Schaden gemacht hat. Das ist gut, das werde ich speichern. Okay. Das war jetzt eine total verrückte erste Runde. Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Dogmeat hat irgendwen umgeworfen. Decker ist fast tot. Keine Ahnung, ich lebe noch. Alles gute Dinge. Ich nehme jetzt meine Schrotflinte und mache einen gezielten Schuss auf den am Boden liegenden, fast toten Decker in die Augen. Und ich habe es wie soll das gehen? Leute, erklärt mir, wie das geht, dass vor mir ein bewusstloser Kerl am Boden liegt und ich nehme meine Schrotflinte und halte sie ihm in die Augen und mache 8 Trefferpunkte. Es ist ein Kratzer. Irgendwie ist, glaube ich, weißt du, da ist so ein Schrotkorn, als ich den Abzug gedrückt habe, ist ein Schrotkorn rausgebröselt und so ein bisschen in sein Auge. Und er so, unangenehm. Das ist gerade passiert. Oh mein Gott. Okay, ich mache 2 Schritte nach hinten und dann noch einen Schritt. Nein, und jetzt benutzt er ein Stimpack. Er benutzt 2 Stimpacks. Du Cheater! Nur ich darf Stimpacks nehmen. Dogmeat geht ganz weit weg. Ja. Ian zieht seine Waffe und lädt sie nach. Da kommt ein Kerl mit dem Hammer. Hey, hört auf Dogmeat abzuschießen und hört auf mich. Hört auf Dogmeat zu schießen und hört auf mich zu schießen, okay? Das wäre gut. Ich brauche jetzt nochmal einen, hier unten mache ich mir mal ein Kampf-Safe-Game, das man immer wieder pro Runde überschreiben kann, so. Okay. So, ich gehe jetzt mal in mein Inventar und hau mir super viele Stimpacks rein. Und damit meine ich 2. Okay. Und jetzt machen wir einen nicht gezielten Schuss auf Kane. Ich
muss noch mal gucken, wer das ist. Bist du Kane? Sieht schwer verletzt aus. Du bist Kane. Okay. Vorsichtig, nicht irgendwie versehentlich wie einen anderen treffen. Ich habe Kane getroffen. 19 immerhin. Kane benutzt noch ein Stimpack und noch ein Stimpack und noch ein Stimpack und dann haut er mich. Ich hasse Kane, ohne Scheiß. Dogmeat ist der Einzige, der hier ein bisschen aufräumt, ne? Dogmeat hat sich selber verletzt gerade. Er hat sich am rechten Arm selber verletzt. Oh mein Gott, was ist das für ein Kampf hier? Was passiert hier alles? Der Kampf ist so bescheuert. Das ist so ein bescheuerter Kampf. Hi, Frau Dunkelgrün, hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich glaube, ich pfeife mir jetzt alle... Hey, die Belohnung, die ich da kriege, ist nicht mal die Stimpacks wert, die ich mir hier reinpfeifen muss. Aber okay, hilft ja nichts. Also, ich guck noch mal. Du bist... Du bist Kane. Ich schieße mit meiner Schrotflinte auf dich, Kane. Kann ich nicht. Ah, weil ich nachladen muss. Shit. Okay. Er benutzt noch ein Stimpack. Ich hasse Kane so krass. Ich hasse diesen Kane so. Ich hasse diesen Kane so. Wie viel Stimpacks hat denn der? Ich werde dich ausmerzen wie einen Fehler, sagt er. Der Decker. Dogmeat? Oh Gott, Dogmeat ist, glaube ich, so verletzt, dass er sich jetzt zurückzieht. Ist besser so. Ich glaube, ich muss nochmal neu laden. Ich werde die Runde eh nicht überleben. Also ich kämpfe natürlich, bis ich sterbe, ne? Aber das wird eh nicht mehr lang dauern. Bam. Hammer. Nein, der verfolgt Dogmeat. Ey, wie? Okay. Aus irgendeinem Grund lebe ich noch. Ich kann mir meine letzten zwei Stimpacks reindödeln. Bin wieder voll geheilt, aber sonst halt nix. Und beende meinen Zug hiermit. Dogmeat wurde getroffen und ist tot. Okay, wir müssen neu laden. Aber ich muss jetzt warten, bis ich dran bin. Ich kann nicht mehr Escape drücken bis dahin. Die Dunkelheit ich bin auch tot. Gut. Oh, shit. Warte mal, das war, glaube ich, der Save nach der ersten Runde, wo eigentlich noch alles okay war. Oh, warte. Stopp. Ich muss was versuchen. Ich lade noch mal. Genau. Ich eröffne jetzt den Kampf und nicht Decker. Ich werfe jetzt als erstes eine Granate, bevor er sein Messerchen werfen darf. Oh mein Gott. Ich hab grad so schlecht mit meiner Schrotflinte daneben geschossen, dass ich sie fallen lassen habe. Sie ist mir einfach aus der Hand geflutscht. Und liegt jetzt da am Boden. Und ich bin unbewaffnet. Und Kane wurde gerade von Ian ohne Schaden getroffen. Zu lahm. Okay, keine Ahnung. Ich kämpfe den Kampf weiter, ne? So lange, bis ich oder einer meiner Begleiter stirbt. Aber das war mal bescheuert. Ich heb meine Schrotflinte auf und gehe in mein Inventar und rüste die Schrotflinte wieder aus. Oh Gott. Und benutze noch ein Stimpack, wenn ich schon hier bin. Und ich beende meinen Zug. Es läuft echt super, ne? Es läuft wirklich gut. Erinnert mich ein bisschen an dein Let's Play, als du immer wegen Dogmeat neu laden musstest. Oh mein Gott, ja. Okay. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin tot. Na, noch nicht. Oh wow.
Zum ersten Mal haben wir es geschafft, dass einer von denen stirbt. Immerhin. Immerhin. Einer weniger, der Schaden verursachen kann. Verurteilen, wollte ich schon sagen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Auch wenn die erste Runde wirklich katastrophal war, immerhin. Und du bist Kane, ne? Ich schaue lieber noch mal kurz nach. Du bist Kane. Das heißt, ich schieße auf dich. Und ich treffe dich sogar, wenn auch nur für 7 Schadenspunkte. Gucken wir mal, ob ich die Runde überlebe. Oh Gott, Kane verprügelt mich. Das heißt, ich bin tot. Hier eine Nachricht von Decker. Decker steht gleich da drüben. Das kann er mir persönlich sagen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Halt, stopp. Ich werf die erste Granate. Bam. Wir müssen Kane töten. Wenn wir... Oh, das war gut. Oh, der rutscht. Der rutscht zu weit. Kane wurde für 40 Trefferpunkte kritisch getroffen und die Rüstung ist beschädigt. Okay, das speichere ich. Das war so ein guter Granatentreffer. Yes. Das war richtig gut. Jetzt müsste nur noch irgendwie, weißt du, ich treffe ihn nur mit 31%iger Wahrscheinlichkeit. Jetzt nimmt er wieder 100 Stimpacks. Der müsste jetzt fertig gemacht werden. Das war ein richtig guter Treffer. Ich würde gern sehen, ob er schon so gut wie tot ist. Schwer verletzt ist er. Okay, komm. Wir schaffen's. Voll daneben. Naja, okay. Aber Kane wollte mir unbedingt aufs Maul hauen und hat sich deswegen nicht geheilt. Dafür werde ich kritisch getroffen von dem Wurfmesser, aber nur für 2 Schaden. Alles gut so weit. Okay, geht auch noch. Ian muss nachladen. Kane ist tot. Wow, Kane wurde gerade für 112 Trefferpunkte kritisch von Ian weggeburstet. Yes, so muss das sein. Ian... Wir zwei, ne? Wir zwei sind ein Dreamteam. Okay, das muss gespeichert werden. Und ab jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Ich habe nur 6 HP. Ich wäre beinahe noch gestorben, die Runde. Oh Gott. So. Aber Kane ist tot. Das ist schon mal sehr gut. Kane ist tot, das ist die Hauptsache. Jetzt nur nicht sterben, ja. Okay, ich habe mich voll geheilt. Wer sind die Bösen hier? Du mit dem Hammer gefällst mir auch nicht, ne? Ich glaube, der mit dem Hammer sollte auch sterben. Decker ist wirklich der größte Trottel. Vor dem müssen wir echt keine Angst haben, glaube ich. Aber seine Leute... Okay, 17, das war ein guter Treffer. Ich wurde leider auch gut getroffen. Schade. Oh mein Gott, ich wurde zweimal gut getroffen. Oh Gott, ich sterbe. Aber ist egal. Ich lade neu und Kane ist tot. Und der ist auch tot. Aber der mit dem Hammer leider nicht. Der wird mich jetzt... Nein, ich habe überlebt. Okay, wieder eine Runde, in der ich mich heilen kann. Und es sind schon 2 von Deckers Leuten tot. Und einer davon ist Kane. Ich riskiere jetzt mal, dass ich mich nur auf 30 HP heile. Ich mache hier mal noch ein Safe Game. Kampf 2. Dann kann man da immer variieren zwischen den beiden. Und dann schieße ich noch einmal auf Hammer. Ach shit, ich muss nachladen. Okay, schade. Au. Doc Meat, rette mich vor MC Hammer, bitte. Du musst mich mehr retten. Ian, nicht in den Rücken schießen. Okay, wir haben MC Hammer echt Angst gemacht. Der läuft weg vor uns. Und wieder eine Runde überlebt. Und MC Hammer hat Angst. Gut. Meine Stimpacks gehen zu Neige, aber ist alles okay. Ich speichere. Das ist eine Runde, die ist speichernswert. Okay. Du bist gefährlich. Du auch. Ihr anderen seid meine Freunde. Ich schieße auf sie. Voll daneben. Aha. Sie hat auch Angst. Er wirft seine Messerchen. Zum Glück ist mir das relativ wurscht. Auf ihn, Dogmeat. Fass. Hol dir Hammerman.
Jawohl, Hammerman ist tot. Und sie ist auch tot. Ja, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus, ne? Für dich, Decker. Nachdem ich ungefähr 50 Mal neu geladen habe, sieht es auf einmal gar nicht mehr so gut für dich aus. Hättest wohl auch gern die Fähigkeit, jederzeit neu laden zu können, ne? Tja, Pech gehabt. Wärst du mal nicht nur irgend so ein NPC. Yes, jetzt wird hier aufgeräumt. Doc mit. Der ist chillig unterwegs. Kopfschuss, Schubflinte, bam, voll daneben. Ist auch schon alles wurscht jetzt. Kommt, macht es, Leute. Ihr schafft das schon. Nein, ich sterbe. Ah, oh, dammit, ich bin so dumm. Ja, aber macht nix. Ich glaube, ich sollte auf sie schießen, weil ich habe halt Angst, dass ich ihren jetzt in den Rücken schieße. Aber es ist nicht passiert. Ich habe sie getroffen. Sehr gut. Weil Decker ist wirklich keine Gefahr. Sie ist die Einzige, die uns jetzt noch... Oh, ein HP, um Gottes Willen. Jetzt ist Decker auch gefährlich. Aber zum Glück... weiß ich jetzt nicht. Zum Glück wirft er kein Messer. Ja, Dogmeat! Ja, Ian! Oh mein Gott! Das war grad gut. Okay, ich speichere nochmal, weil ich es jetzt riskiere, dass ich mich nicht heile. Was unter Umständen ziemlich doof ist. Aber ich will jetzt Decker den Gnadenschuss verpassen. Mal gucken, versuchen wir es nochmal. In die Augen, er liegt direkt vor mir. In die Augen, let's go. Er ist tot. Ja! Für 34 Schadenspunkte in die Augen getroffen. Und es entstehen zusätzliche Schmerzen. Das glaube ich, dass da zusätzliche Schmerzen entstehen. Wenn man als nächster mit der Schubflinte in die Augen geschossen wird. Ja gut, ich glaube, wir haben gewonnen. Ich würde sagen, das war ein überragender Sieg. Die hatten keine Chance. Mann, war das eine Schlacht. Das kannst du echt laut sagen. Du hast dich gut gehalten. Naja, okay. Du hast ja die... 50 anderen Realitäten nicht, kannst du dich nicht erinnern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich gehe definitiv zurück und loot die, ist eh ganz klar. Also ich hoffe mal, die sind noch da. Du hast dich gut geschlagen. Jetzt, da Decker und Kane weg sind, wird der Rest des Untergrunds bald fallen. Ohne Führung können Organisationen wie die nicht überleben. Niemand hier ist clever genug, die Zügel in die Hand zu nehmen. Also, da hast du den Rest der Belohnung. Danke nochmal für die Hilfe. Diese Stadt steht tief in deiner Schuld. 1000 Deckel. Hey, du hättest mir echt ein bisschen mehr wie 1000 Deckel geben können dafür. Ey, das war gerade... Mein Gott, das war crazy. Oh. Hey, Landsquid, was ist das für eine Öffnungsmusik? Die ist echt geil. Welche meinst du denn? Meinst du mein Intro? Das habe ich selber gebastelt vor vielen Jahren, wenn du das meinst. So, gucken wir mal, was die alles Schönes für uns haben. Oh mein Gott, ich kann überhaupt nicht alles tragen, aber Ian wird sehr viel Munition kriegen. Das war es dann vielleicht doch wert, den ganzen Loot hier, ne? Die Deckel, die wir bekommen haben, die Kronkorken, die sind nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber ach, geht doch bitte alle weg. Aber der ganze Loot hier, vorausgesetzt, ich kann das ansatzweise mitnehmen und verkaufen. Das lohnt sich schon. Decker? Decker hat immerhin 2 Stimpacks. Okay, immerhin. Und noch 8 Wurfmesser. Hey, warum er das nicht geworfen hat? Der hätte gewinnen können, wenn er ein Wurfmesser gewonnen hat. Aber der wollte unbedingt... Oh, guckt euch an. Guckt euch an, was Kane alles dabei hat. Meine Güte, 9 Stimpacks. Jackpot. Und Mantets. Und Buffout. Und Psycho. Und ein Schlagring. Und über 200 Kronkorken nochmal.
Kane, danke. Bist ein guter Freund. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Noch eine... Dass ich das alles noch nehmen kann, wundert mich. Aber cool, ich beschwere mich nicht. Ist ziemlich awesome. Und hier oben ist noch jemand gestorben. Und dann durchsuchen wir nochmal alle Regale und Schreibtische und so. Eine 14mm Pistole. Oh, das wär was für Ian, glaube ich. Dammit, jetzt sind wir voll. Okay, wartet mal kurz. Ich pack hier schnell den Hammer, glaube ich, rein. Der dürfte schwer sein. Dann kriegt Ian mal schnell die 14mm Pistole mit Munition. Weil ich kann damit eh nicht umgehen. Und ich glaube, er wird damit ganz schön gut sein. Er kann sich ja dann aussuchen, was er davon benutzen will. Ich sage ihm einfach, er soll die beste Waffe nehmen. Dann sieht er es schon. So, 14mm Pistole plus Munition. Und hier, wie viel Schrot habe ich denn noch? Genug. Genug für meine nicht vorhandenen Skills mit kleinen Waffen. Also nimm das auch noch. Bitteschön. Und jetzt zieh im nächsten Kampf deine beste Waffe. Ich muss mit dir Formation reden. Weiter. Nee, warte mal. Halte, bleib nah bei mir. Bleib ruhig nah bei mir. Ist mir egal. Okay. Da habe ich mir schon gedacht, dass das gar nicht so schwer war, ne, was ich ihm jetzt gegeben habe. Aber gut. Durchsuchen wir immer noch alles. Da oben gibt es auch noch einen Waffenhändler, habe ich gerade gesehen. Da gehen wir jetzt auch noch gleich hin. Können wir gleich mal ein bisschen was verscherbeln, was wir jetzt noch im Inventar haben. Ian, du musst bitte... Danke. Oh Gott, ich dachte schon, jetzt hätte er mich da hinterm Bücherregal für immer eingekerkert. Dogmeat und Ian. Gucken wir mal noch da oben. Das sind wahrscheinlich Deckers Privatgemächer. Der wird doch bestimmt irgendwie köstlichen Loot in seinen Bücherregalen versteckt haben, oder? Nein, tatsächlich nicht. Was für ein Arsch. Das ist einfach nur ein leerer Raum. Weird. Okay, cool. Naja, okay. Trotzdem sehr guter Lootraum. Vielleicht hole ich mir den Hammer danach noch schnell. Aber jetzt gehen wir erstmal verkaufen, was wir haben. Eieieiei. Hallo. Hi zusammen. So, 4 HP. Alles gut. Könnte schlimmer sein. Gehen wir mal in den Gunshop. Puh. Energiewaffen vor allem. Ich habe meinen Charakter auf Energiewaffen geskillt und bis wir noch keine Energiewaffen haben, das dauert noch ein bisschen, sind wir halt einfach echt scheiße im Kampf. Aber hey, wir haben es geschafft gerade. Okay, reden wir mit Beth, der Waffenladenbesitzerin. Ach so, es ist mitten in der Nacht. Ach, dammit. Gibt's hier irgendwo ein Hotel oder so, wo wir übernachten können? Das wäre eigentlich eh gut. Ich meine, wir können auch einfach warten, aber so ein Hotel zur Heilung wäre schon auch gut. Ich glaube zumindest, dass man sich besser heilt, wenn man... Okay, warten wir einfach mit dem Pip-Boy schnell. Bis zum Morgen 6 Uhr. Ende. 2 HP geheilt. Und vielleicht hat der Waffenladen ja schon offen jetzt. Hallo. Womit kann ich helfen? Ich möchte etwas kaufen. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, Metallrüstung. Okay, eigentlich tatsächlich hat sie nur die Metallrüstung, die mich wirklich interessieren würde. Ich meine, Granaten sind auch nice to have und so, ne? Aber eine Metallrüstung wäre schon gut. 3000! Huiuiui. Ich habe aber einiges hier im Angebot. Ich verkaufe die jetzt. Ich brauche die eh nicht. Erstens habe ich hier 3 Lederrüstungen. Bam!
Dann habe ich auf jeden Fall eine 10mm Pistole, 8 Wurfmesser. Kommen wir der Sache schon näher. Ich habe hier noch einen Schlagring. Und weißt du was? Ich habe auch noch Psycho für dich. Oh. Und Buffout. Nimm die ganzen Drogen. Ich glaube, mein Charakter nimmt keine Drogen, ne? Wir sind clean aus einer Vault. Wir nehmen keine Drogen. Das habe ich auch noch für dich. Kannst du dir das überhaupt leisten? Ja. Okay. Oh, warte mal. Da fehlt ja noch ein Tausender. Oh mein Gott, ich hätte beinahe ein sehr schlechtes Geschäft gemacht. Ach, shit. Dann gib mir 999 und einen. So. Ja. Ja, das ist ein gutes Geschäft. Das ist ein gutes Geschäft. Ich mag es. Hi, Voodoo. I like it. Okay, danke. So. Karte. Okay. Cool. Dann würde ich sagen, skillen wir mal ein bisschen in Öffnen. So, und den Rest in Energiewaffen. Sobald wir in Necropolis waren und da die Plasma begann haben, sind wir ziemlich gut. Aber okay. Ach so, guck mal, genau, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wenn ich mir die jetzt anziehe, und das mache ich, bam! Hat einen schlechteren Rüstungswert, aber bessere Schadensabwehr-Ding gegen Normal und Laser. Aber nicht so gut gegen Feuer, besser aber gegen Plasma und Explosion. Ja, ist allgemein schon besser. Und jetzt verkaufe ich dir nämlich noch die Lederrüstung. Die ist vielleicht ein bisschen schwitzig und voller Blut, aber ich verlange nicht extra dafür, ne? Obwohl das... mal was wert sein wird wahrscheinlich, aber das weißt du jetzt noch nicht und ich auch nicht. 800, bam. Yes, wir sind reich. Wir sind reich. Wir haben es geschafft. Geld haben wir jetzt. Okay. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Klar, sei doch nicht albern. Was kannst du mir über Decker erzählen, dass er tot ist? Gibt es in der Stadt einen Ort, den ich meiden sollte? Jetzt nicht mehr. Gerüchte. Na gut, hast du Gerüchte gehört? Nein, das ist alles. Wolltest du über noch was sprechen? Nein. Okay. Naja, cool. Wäre voll besser, wenn man Duke Nukem spielen würde. Was für eine seltsam spezifische Frage. Und ich würde sagen, nein. Für mich nicht. Hi, willkommen im Bob's Iguana Bits, dem Familienrestaurant. Was darf ich bringen? Was kannst du mir über einen Steuerchip erzählen? Hab noch nie einen von ihnen hier gesehen. Die Water Merchants brauchen sie nicht. Water Merchants? Du musst neu in der Stadt sein, wenn du solche Fragen über die Water Merchants stellst. Wasser ist Leben. Und du wirst nichts Mächtigeres finden als Leben und Tod. Okay. Weißt du was über die fehlenden Caravans? Grauenhafte Geschäfte, die armen Leute. Oh, diese armen Leute verlieren ihr Leben auf so eine entsetzliche Art und Weise. Gibt's noch was ich für dich tun kann? Soll ich dich vielleicht füttern? Passiert hier was Interessantes im Hub? Irgendjemand hat Decker umgebracht. Wir sind darüber sehr traurig. Okay, sonst noch was? Nichts, auf Wiedersehen. Okay, dann gehen wir mal zu FLC. FTL wollte ich schon sagen. Ach, das ist die Bank, ne? Ja, ich glaube schon. Mein Herr? Hä? Okay, keine Ahnung. Ist egal. Ganz... Die Water Merchants brauchen wir definitiv noch, bevor wir hier wieder gehen.
Wir müssen unseren Reichtum jetzt auch gut einsetzen. Geht's hier noch in ein Gebiet oder ist das Ende? Nachts sieht man das immer so schlecht. Da geht's noch in ein Gebiet. Dann gehe ich da mal rein. Ah, ja, okay. Guckt euch das mal an. Was haben wir denn hier? Warum liegen hier Leute am Boden? Patienten. Blumenkind. Die Wache der Children. Thorndike. Mein Herr, du bist schwer verletzt. Ich empfehle dir dringend, dich behandeln zu lassen. Ich bin ein Heiler. Das ist vielleicht tatsächlich gar nicht so die blödste Idee. Wie viel? Ich bin ein Heiler und kein Geldverleiher. Die Cathedral sorgt für mich, damit ich für andere sorgen kann. Nun wollen wir uns aber deine Verletzungen ansehen. Oh, bitte? Sehr gut. Ich empfehle ein paar Tage Bettruhe, wenn auch niemand meinen Ratschlag befolgt. Und jetzt raus hier. Hey, danke, das war echt nett. Auch wenn er mich nicht vollständig geheilt hat, aber dafür kostenlos. Das ist ja awesome. Erzähl mir was über deine Arbeit. Mein Herr, verzeih mir, aber meine Geduld reicht nicht für lange Gespräche. Es gibt andere, die mehr sagen können als ich. Entschuldige mich bitte. Okay, gut. Der ist mit Heilen beschäftigt, ich verstehe schon. Das ist in Ordnung. Warum störst du einen Elder der Cathedral? Ich interessiere mich für eure Kirche und hätte gern einige Informationen. Habt ihr ein Flugblatt? Mach dich weiter über mich lustig und ich lass dich hinauswerfen. Das war überhaupt kein Scherz. Aber ich mach mich doch gar nicht über dich lustig, ehrlich. Warum bist du hier? Was führt dich zu den Children of the Cathedral? Die Children of the Cathedral. Ich bin wissbegierig, oder? Ich wollte nur wissen, wie man diesen Ort am besten niederbrennt. Nee, okay. Ich bin wissbegierig und will Neues dazulernen. Bist du ein Child? Nee, ich bin schon Adult. Ich ein Child der Cathedral? Ich ein Child der Children of the Cathedral? Nein. Ich bin fromm und gläubig. Nee. Was sage ich denn jetzt? Das passt alles nicht so ganz zu meinem Charakter. Ich? Ein Child der Children of the Cathedral? Nein. Würdest du zu unserem Glauben konvertieren? Wir können dir etwas Einzigartiges bieten. Oh, und was wäre das? Ein Leben lang Zufriedenheit. Erfüllung im Wissen, dass du diesen Planeten neu aufbaust, um ihn in einen besseren Ort zu verwandeln. Klingt sehr interessant. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Ich suche nämlich Erfüllung. Hier ist der Ort zur spirituellen Erfüllung. Die Children of the Cathedral suchen eine friedliche Lösung der Probleme unserer Welt und könnten deine Hilfe brauchen. Was haben die Children mit den Mutanten vor? Von welchen Mutanten redet denn mein Charakter bitte? Mein Charakter hat keine Ahnung von Mutanten. Ich habe noch nie irgendwas Mutiertes gesehen. Ich habe noch keinen Ghoul getroffen oder auch keinen Supermutanten. Wirklich, das ist eine komische Dialogoption, die ich noch nicht haben sollte. Wie können die Children Frieden in diesem Ödland finden? Mit Beharrlichkeit können die Children alles erreichen. Wir schaffen es. Von mir aus. Glaube, was du willst. Aber woanders. Du kannst gehen. Was? Das war überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Die heilige Flamme sei mit dir. Was ist die heilige Flamme? Keiner ist größer als die heilige Flamme und wir sind ihre Diener. Wirklich? Wow! Mein Charakter erinnert mich manchmal an SpongeBob. Das würde SpongeBob sagen, oder? Wow! Keiner ist größer? Hast du das gehört, Patrick? Weshalb treten denn Leute eurem Orden bei? Ein Leben lang Zufriedenheit. Erfüllung im Wissen, dass du diesen Planeten neu aufbaust, um ihn in einen besseren Ort zu verbringen. Aha, jetzt sind wir wieder in dem Loop, in dem wir vorher waren.
Hier ist der Ort zur spirituellen Erfüllung mit Beharrlichkeit. Und jetzt sage ich nicht von mir aus, sondern ich sage, das hoffe ich auch. Der Segen der heiligen Flamme sei mit dir. Okay. Na gut, anscheinend hat sie sonst nicht viel zu erzählen. Kannst du, wollen wir handeln vielleicht? Die will nicht handeln. Und mit dir, Priesterin Chain. Leb wohl. So, und wer bist du? Wache? Wache hat nichts zu sagen. Du kannst mich mal! Okay. Die Random-Sätze der NPCs sind super. Hi, Chain. Hallo, Wache. Du kannst mich mal. So, dann schauen wir mal gegenüber bei den Nachbarn rein. Was ist denn hier los? Ein Bücherregal. Ah, die Water Merchants. Da wollten wir hin. Na dann, los geht's. Oh mein Gott. Fallout Zeit 8, davor Resident Evil. Hallo, Water Merchants? Ist da jemand? Ich glaube, ich bin bei der falschen Tür reingegangen. Versuchen wir es da unten nochmal. So, ich speichere mal kurz. Das ist in dem Spiel immer eine gute Idee. Nicht nur im Kampf, sondern auch so, weil manchmal passiert, dass man irgendwas macht, was man nicht wirklich checkt und dann hat man plötzlich Kriege und man versteht gar nicht, warum. Ich finde die Wache irgendwie sympathischer als die Priesterin. Ja, das stimmt. Ne, der ist wenigstens ehrlich. Der spricht frei von der Leber. Händlermeisterin. Mir egal, was die sagen. Wir brauchen neue Teile. Oh ja, entschuldige, wie kann ich dir helfen? Ich suche einen Steuerchip. Hast du einen Steuerchip? Steuerchip? Oh, diese alten Wall-Trinkwasser-Steuerchips, meinst du? Also, sicher spreche ich für die gesamte Stadt, wenn ich sage, dass du hier keine finden wirst. Ohne die richtige Ausrüstung sind die wertlos. Nur eine Vault oder vielleicht Necropolis hätte dafür Verwendung. Warum fragst du? Der Chip meiner Vault ist zerstört und ich suche nach einem Ersatz. Wirklich? Na, wie du wahrscheinlich schon gehört hast, versorgen wir dieses Gebiet zu einem großen Teil mit Wasser. Ich bin sicher, wir können gegen eine Gebühr eine Karawane zu deiner Vault bringen. Von wie viel redest du? Naja, es ist eine ziemlich weite Entfernung. 2000 Deckel sollten für die erste Karawane ausreichen. Ich bin sicher, deine Vault hat Handelswaren, so dass wir einige Zeit überleben können. Mit den derzeitigen Reserven können wir deine Vault schätzungsweise nur zusätzlich 100 Tage oder so am Leben halten. Die Vault sollte wissen, wie sie mit dem Großteil deiner ersten... Okay, das versuche ich vielleicht. Die Vault sollte wissen, was sie mit dem Großteil deiner ersten Zahlung macht. Darum gebe ich dir erst einmal 1000 für den Anfang. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was die Antwortoption inhaltlich eigentlich aussagen soll. Ich schätze mal, ich suggeriere, dass die Vault für den Rest bezahlt oder so, aber... Entschuldige. Aber ich kann nur eine komplette Zahlung annehmen. Okay, dann hier 2000. Okay, ich kann heute schon damit beginnen, die Karawane in deine Vault zu schicken. Da haben wir's. Die Vault. Deine Vault. Nicht in deinen Vault, in deine Vault. Deswegen hab ich das so drin. Ah, weil ich immer schon sage, die Vault. Und in den neuen Fallout-Spielen heißt es aber immer der Vault. Und der Vault klingt für mich komisch und die Vault klingt für mich natürlich. Und in den alten Spielen war es auch die Vault. Deswegen werde ich in Zukunft auch wieder weiterhin die Vault sagen. So, das haben wir jetzt davon. Wann hast du eigentlich Teil 1 und 2 gespielt? Ich habe, meine ich, damals mit einer PC-Zeitschrift erhalten und instant geliebt. Mir hat die tatsächlich ein Freund in einer früheren WG empfohlen. Und ich habe die gespielt, bevor Fallout 3 angekündigt wurde. Also ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber ich habe Fallout 1, 2 und Tactic am Stück gespielt. Und das war auf jeden Fall vor der Ankündigung von 3. Aber da war vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre dazwischen, mehr nicht. So ungefähr.
Vertraue ihr nicht, du hast nicht gesagt, wie weit die Vault weg ist. Da hast du eigentlich recht, ne? Ich habe ihr nicht die Nummer von der Vault gesagt, nicht die Location. Aber gut. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Karawane, deine Vault schicken. Du solltest jedoch wissen, dass die Karawane ziemlich leicht gesehen werden, wenn sie durch die Wüste ziehen. Wenn wir die Karawane also auf diesen Weg losschicken, ist das ein deutliches Zeichen für jeden, der nach deiner Vault Ausschau hält. Bist du immer noch sicher, dass sie auf diesem Weg sie losschicken möchtest? Ja, die Vault braucht Wasser. Okay, sie fahren in ein paar Stunden los. Okay. Gut, dann haben wir uns nämlich jetzt ein bisschen mehr Zeit gekauft. Das ist ziemlich gut. Jetzt haben wir wieder 215 Tage. Das sollte erstmal reichen. Ach so, warte mal. Ich wollte sie noch nach Necropolis befragen, weil das ist unser nächstes Ziel. Mal eine Frage, die Kinder der Cathedral, gab es die nur in Fallout 1 und 2? Die gab es tatsächlich nur in Fallout 1 so richtig. Die sind quasi ja, das ist jetzt ein Spoiler. Achtung, kurz weghören, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt und das hier jetzt bei mir zum ersten Mal fertig sehen wollt. Das ist die Sekte vom Meister. Die geheime menschliche, der menschliche Spionagearm vom Meister. Naja, okay. Und die gibt es deswegen nur hier. Die werden ja dann quasi, ne? Okay. Ich suche einen Job, das stimmt überhaupt nicht. Kann ich sie jetzt nicht mehr nach Necropolis befragen? Stars. I give you stars. Hey, was zu rauchen? Okay. Shit. Ich hätte sie vielleicht vorher nach Necropolis befragen sollen. Jetzt, wo ich das Wasser gekauft habe, geht das scheinbar nicht mehr. Das ist ja schade. Wir finden Necropolis auch auf eigene Faust. Gut, ich würde sagen, wir gehen. Pip-Boy, was sagst du dazu? Oh, warte mal. Erledige den Händler. Na, das haben wir jetzt... Ne, machen wir nicht. Aber suche die fehlenden Caravans. Stimmt, da war noch was. Das könnte man theoretisch machen. Aber ich wüsste gar nicht. Ich könnte noch mal mit dem Sheriff reden, ob der was weiß über die fehlenden Caravans. Nee, der hat mir nichts mehr. Der ist so glücklich, dass Decker tot ist. Der hat mir einfach nichts mehr zu sagen. Okay, eine Sache noch. Vorher hat mich doch dieser shady Kerl angesprochen und hat gesagt, wenn ich noch was brauche, soll ich mit reden. Und dann ist er da so runtergegangen. Aber warte mal, das war auf einem anderen Bildschirm. Aber ich muss mal gucken, wer hier noch so ist. Wir sind hier noch nicht fertig in der Hub, glaube ich. Jetzt mal nichts überstürzen hier. Schön, du bist eingestellt. Was? Ich will überhaupt nicht eingestellt sein. Ich wusste, es würde kein Problem sein. In letzter Zeit kein Land mehr. Warte mal. Stopp. Was? Wie sieht's mit meinem Lohn aus? Ich zahle 200 Hubscheine. Und mit Hubscheine meine einfach Kronkorken. Okay, jetzt mal ganz ruhig hier. Nein, ich will überhaupt nicht. Ich habe kein Interesse. Oh, okay, kein Problem. Sag mir einfach, wenn du es dir anders überlegst. Okay, gut. Hat mich ganz schön überrumpelt. Ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will. So machen die das also, ne? Die sagen so, ah, hier, du bist eingestellt. Los geht's, let's go. Man weiß überhaupt nicht, was los ist. Isaac Aside ist jetzt ein Bird Rider. Isaac, vielen Dank für deinen Sub. Das ist sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Ian, gib mir bitte mal aus dem Weg. Ich muss echt im oberen Gebiet mich, glaube ich, nochmal kurz umschauen. Also im mittleren Gebiet quasi. Okay. Ich glaube nämlich, hier bin ich wirklich so ziemlich fertig.
Ah, ich freue mich schon auf Fallout 2. So gerne ich Fallout 1 spiele, denke ich mir die ganze Zeit, ah, das ist aber in Fallout 2 schon besser. Und das haben sie auch schöner gemacht. Und das auch gut. Und Marcus kommt auch in Fallout 2 dann vor. So ist das. Ich glaube, in der Realität war ich noch nicht bei den Fargo Traders, ne? Mit denen könnte man noch mal kurz reden. Darf ich einfach nach hinten gehen? Ich speichere lieber mal kurz. Ja, ich darf. Aber sprich mit Rutger. Bist du Rutger? Du bist Rutger. Hallo, willkommen bei den Fargo Traders. Können wir dir behilflich sein? Könnt ihr Wasser transportieren? Also wir können Wasser transportieren, aber das kostet eine Kleinigkeit. Wie viel brauchst du, um wohin sonst gehen? Ich brauche genug, um meine Vault zu versorgen. Sie ist im Norden hinter Chunktown in den Bergen. Eine ganze Vault? Bist du des Wahnsinns? So viel Wasser haben wir nicht. Außerdem würde ich mich nicht darum reißen, in diese Berge zu fahren. Wir haben schon genug Karawanen verloren. Okay, besten Dank auch. Das mit dem Wasser haben wir eh schon erledigt. Was treibst du da? Ich habe die Aufsicht über... Genau, in dem Dialogbaum waren wir schon, bevor ich neu laden musste. Mit welchen Waren handelst du? Bla 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 bla. Dreck und Metallsplitter. Okay, danke, Wiedersehen. Ah, wartet mal, ich habe eine Idee. Über Necropolis. Nie davon gehört. Das glaube ich dir nicht. Oder habe ich es falsch geschrieben? Schade. Aber das könnten wir nochmal bei ihr unten tatsächlich, bei Water Merchants versuchen. Weil die hat mir was von Necropolis gesagt. Ich glaube, wenn ich die Dialogoption da gewählt hätte, hätte die mir den Standort sagen können. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Jetzt gehen wir nochmal runter und ich rede nochmal kurz mit ihr und frage mal nach Necropolis. Die Funktion habe ich ganz vergessen, weil ich die ehrlich gesagt auch nie benutze. Auch wenn ich viel von der Grafik ausblenden kann, aus Nostalgie, Teil 2 ist schon weniger Augenkrebs. Ach, aber ich finde, also, keine Ahnung, ne? Ich bin da nicht so. Mir gefällt ehrlich gesagt der auch. Okay. Necropolis. Schreibt man das mit C? Ich glaube schon. Tut mir leid, keine Ahnung. Nee. Okay, hilft alles nix. Auf Wiedersehen. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann verlassen wir den Saftladen hier. Verdammt. Mir konnte jetzt auch keiner nochmal wegen der verschwundenen Karawane irgendwas sagen, ne? Fehlenden Caravans, grauenhaft, das hatten wir schon. Auf Wiedersehen. Ah, Irwin, dich habe ich gesucht. Ach Junge, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ich habe schon genug Probleme. Probleme? Vielleicht kann ich dir helfen. Es ist eine Tragödie, kannst du mir glauben. Nichts ist so, wie es mal war. Ich habe einen kleinen Bauernhof vor der Stadt und vor ein paar Tagen sind ein Haufen Raider aufgekreuzt und benutzen mein Heim jetzt als Lager. Sie haben Puxley, meinen Esel, getötet. Und mir, du hattest mich schon bei Esel. Sprich nicht weiter. Die sind so gut wie tot. Sag mir, wo ich die finden kann. Das würdest du für mich tun? Für Puxley, aber auch für dich. Aber in erster Linie für Puxley. Weißt du, ich traue mich nicht mehr zurück.
Warum kommst du nicht wieder und sagst mir, wenn ich wieder nach Hause kann? Okay. Oh, ja, wir sind jetzt schon da. Okay, krass. Oh nein, guck mal. Paxley, das sind eindeutig Paxley-Knochen. Ihr Schweine. Grrr, aber Leute, die machen wir beim nächsten Mal kaputt. Für Paxley. Jetzt muss ich erstmal speichern. Und dann machen wir für heute Schluss. Oh, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein. Danke für die vielen, vielen Bits und die vielen, vielen Subs. Wir sind jetzt auf Twitch wieder über 100 Abos. Und das, ohne dass irgendwie ein Bonusziel oder sowas wäre. Vielen, vielen Dank, Leute. Das ist wirklich sehr nett von euch. Dafür, dass ich so wenig streame eigentlich, ist das wirklich ganz toll. Freut mich total. Wirklich schön. Hallo, der grüne Fuchs. Wenn ich mich beeile, vielleicht schon morgen auf YouTube hochgeladen, das Ganze. Na, Schönchen, Popönchen. Wie gesagt, ne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich wirklich gefreut. Danke für alles. Und morgen spielen wir entweder Alone in the Dark oder Eternal Darkness. Auf jeden Fall irgendwas Dunkles. Irgendwas mit Dark. Wie und was genau, da schauen wir mal. 18 Uhr morgen geht's weiter. Gute Nacht. Tschüssi. Oh shit, warte mal. Ist gar nicht so leicht, dass ich hier rauskomme. Ich speichere noch mal kurz. Ich muss ja erst das Spiel beenden, sonst kann ich mit der Maus gar nicht auf den Beenden-Knopf. Oder ich tappe mich raus schnell. So, jetzt.